Ich rate mal, Sonic wird antreten. Kapitel 17. Voll aufgeladen. Was? Ui, cool. Wir sind wieder in der echten Welt. Yeah. Es scheint nicht mehr viel zu fehlen, bis sie vollgeladen ist. Viel Erfolg beim nächsten Wettkampf. Danke. Aber ich glaube, wir haben schon alle Wettkampfstätten hier in Tokio besucht. Wir brauchen Zugangspässe für andere Wettkampfstätten. Uns geht die Zeit aus. Sicher. Du hast recht. Es muss doch noch Leute geben, die andere Zugangspässe haben. Wir müssen sie nur finden. Die Frage ist, wo suchen wir sie? Nicht wahr? Hey, wo bekommen wir eigentlich so einen Pass her? Gute Frage. Beeilung, wir müssen jemanden mit einem Pass finden. Es scheint nicht mehr viel zu fehlen, bis sie vollgeladen ist. Viel Erfolg beim nächsten Wettkampf. Die Frage ist nur, wo? Nicht wahr, Toad? Hi, Luigi. Du kannst so einiges entdecken, wenn du die Anlage besuchst. Okay, ich merke schon, die Toads erzählen mir nichts Neues. Der wird auch nichts Neues erzählen. Hier wird es nichts Neues geben. Wir gehen mal weiter bis zu den Flaggen. Also, beim Fußballturnier der Männer gibt es eine Altersbeschränkung für die Spieler. Weißt du, wie alt die Spieler maximal sein dürfen? Das Alter ist niedriger, als man erwarten würde. 30? 35? Wow, 23. Es gibt eine Ausnahme. 3 Spieler pro Mannschaft dürfen 23 Jahre oder älter sein. Bei den Frauen gibt es diese Altersbeschränkung nicht. Da können auch Leute mit 70 noch mitspielen. Sehr schön. Und Jet, der legendäre Windmeister, hat ein ganz besonderes Talent. Worum handelt es sich? Er kann den Wind lesen. Jet fährt auf einem Hoverboard und kann damit wie ein Surfer auf dem Wind reiten und unheimlich hohe Geschwindigkeiten erreichen. Cool. Ich mag ihn jetzt schon. Aber beim Surfturnier macht er hoffentlich auch mit. Surfen? Wir hatten noch kein Surfen, ne? Das fehlt noch. Das war nämlich in der Demo vom Spiel. Das müsste es noch geben. Na gut, zwei Balken fehlen, ne? 2 oder 3? 2. Mir ist wie 2. Mal gucken. So, guckt mal hier. Wir müssen zum Government, zum Regierungsgebäude, glaube ich. Das blinkte gerade so schön auf. Hier waren wir schon. Wir haben uns also angesehen. Ich muss daher mit niemandem sonst reden. Aber hier, die sind neu. Ich kann mit denen nicht reden. Donkey, du bist auch neu. Also, er ist alt, aber er ist neu im Spiel. Hey, wenn das mal nicht Tails und Luigi sind. Was machst du denn hier? Das Tokyo Metropolitan Government Building bietet einen tollen Ausblick. Aber Metal Sonic und die Egg Pawns versperren den Weg. Ich wollte gerne ganz Tokio von einer Aussichtsplattform sehen. Ja, ich habe einen Zugangspass zu einer Wettkampfstätte. Warum fragt ihr? Mein Pass ist für die Makuhari-Messe, Halle B. Das sieht wie Fechten aus. Wirklich? Was für eine verzwickte Situation. Ja, deshalb sind wir hier. Könnten wir deinen Zugangspass bekommen? Natürlich nicht ohne Gegenleistung. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Definitiv nicht. Die Batterie hält noch ein bisschen. Wir werden Metal Sonic und die Egg Pawns vertreiben, damit du zur Aussichtsplattform kommst. Das klingt gut. Abgemacht. Vertreibt sie alle. Ich zähle auf euch. Nicht, dass er das machen könnte. Ich meine, er ist stark, er ist kräftig, er könnte mal raufhauen. Nein, wir müssen das machen. Wir müssen die Metal Sonics von dem Tokyo Metropolitan. Also von dem Government Building müssen wir sie vertreiben. Oh Mann. Vertreibe Metal Sonic, bevor die Zeit abläuft. Versuche, eine Rekordzeit zu schaffen und das Minispiel so schnell wie möglich abzuschließen. Bewege dich mit dem linken Stick und halte B gedrückt, um zu sprinten. Drücke A, um einen Gegner zu tackeln.
Taggeln? Sind wir beim Fußball oder was? Drücke einen beliebigen Knopf wiederholt, um dich zu erholen, wenn du gestolpert bist. Das kommt öfters vor. Taggle den Eggporn mit der Knallkugel, bewege dich zur Kugel, um sie aufzuheben und sie zur Trittzone in der Mitte der Arena zu transportieren und einen Tritt auf das Ziel auszuführen. Ach, wir spielen Rugby. Okay. Achte bei einem Tritt auf die Kraftanzeige und drücke im richtigen Augenblick A, um den Ball zu treten. Wenn die Kraftanzeige voll ist, erreichst du den maximalen Schaden. Warum machen wir das hier? Die Knallkugel ist sicher, solange du sie trägst. Sie explodiert aber nach einer bestimmten Zeit, wenn sie auf dem Boden liegt oder wenn du beim Tritt zu lange brauchst. Ich bin gespannt. Wir sind beim Metropolitan Match angekommen. Bei diesem schicken Hochhaus. Und da fliegt er. Unser Gegner. Ach, wir müssen ihn abschießen, deswegen. Wo ist er? Was zum... wieso nimmt er sie... Ah, jetzt. Okay. So geht das also. Nein, was? Was zum... Ist das flott? Okay, ich habe es jetzt endlich verstanden, was wir hier machen sollten. Ich frage mich allerdings, warum er anfänglich die Knallkugel nicht aufgehoben hat. Und drücken, das war zu schwach, oder? Nein, hat gereicht. Okay, nochmal. Wo ist er? Da. Okay, wir sind drin. Und? Ja, Action. Okay, wir treffen ihn immer. Wir müssen das viermal machen wahrscheinlich. Okay, ist ein nettes Minispiel. Ah. Absehe. Ich bin weg. Komm her. Und los. Okay, noch einmal so einen guten Schuss und wir haben's. Nettes, ganz nett. Okay. Wir haben ihn im Visier. Naja, wahrscheinlich können wir noch einmal machen, ne? Ne, reicht. Okay. Was macht er nun? Er haut ab. Wie frech, aber gut. Wir wollten ihn ja auch nur vertreiben. Er ist weg. Und Donkey Kong kann sich die Stadt von oben auf der Aussichtsplattform ansehen. Das freut uns doch alle. So ein Affe, der genießt die Aussicht. Ja, jetzt kann ich endlich den Blick von der Aussichtsplattform genießen. Hier, ihr könnt meinen Pass haben, wie versprochen. Yeah! So, Luigi, wir haben was. Wir können weiter. Danke, Donkey Kong. Jetzt kommen wir in die Makuhari-Halle. Es macht sicher Spaß, mit euch einige Wettkämpfe anzusehen. Ich komme mit. Die Aussichtsplattform interessiert mich doch nicht. Ja, denn die Aussichtsplattform läuft ja nicht weg, oder? Ich darf doch mitkommen, oder? Okay, er ist nicht wirklich der Schnellste. Er hätte uns auch gleich begleiten können und den Pass geben können. Das hätte Zeit gespart, denn schließlich wird die Batterie immer leerer. Natürlich, aber wir sollten uns beeilen. Wir müssen die Jubelbatterie füllen. Sagte ich doch gerade. Aber der Affe freut sich. Donkey Kong ist jetzt dabei. Und wir haben einen Zugangspass J erhalten. Und wir können das Metropolitan Match jetzt im Spielzimmer wählen. Gut. Alles schön, alles gut. Ich denke, wir haben ein Ziel. Wir werden jetzt fechten gehen. Eine sehr schöne Disziplin, die früher eigentlich schöner war, fand ich. Da haben sie noch wirklich gefochten. Heute ist das so ein, ich stürze mich auf den Gegner und der zuerst nach vorne prescht und den längeren Arm hat, gewinnt. Aber gut,
Ich kenne mich ja mit den ganzen Sportarten nicht hundertprozentig aus. Es wird alles seinen Sinn haben. So, verfügbar die Makuhari-Messe Halle B. Nicht Halle A, nicht Halle C. Wir gehen zu Halle B. Mit einem kleinen Umweg, natürlich. Wir lassen die Meute jubeln. Wir gehen zum Fechten. Wenn ich das kleine Bild richtig interpretiert habe. Jo, das sieht doch nach Fechten aus, nicht wahr, Tod? Mein erstes Fechtturnier habe ich in der Makuhari-Messehalle B erlebt. Die Teilnehmer sahen echt cool aus. Und ja, ich verhaspel mich hier absichtlich. Heute ein bisschen mehr als sonst. Die Messehalle ist eine der Austragungsstätten für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 bzw. 21. Wann wurde sie denn fertiggestellt? 1989. Die Messe ist die erste große Messeanlage in Japan. 8 Jahre später wurde eine weitere große Halle, Halle B, hinzugefügt. Aha, und in Halle B findet das auch alles statt. Ich bin froh, dass ich nach Tokio gekommen bin. Es gibt hier außer den Olympischen Spielen noch so viel mehr zu entdecken. Oh ja. Hey, die Makuhari-Messe wurde 1989 eröffnet. Es ist eine wirklich schöne Anlage. Man merkt gar nicht, dass sie schon über 30 Jahre alt ist. Die Messehalle B umfasst die internationalen Ausstellungshallen 9, 10 und 11. Bitte nicht fragen, woher ich das weiß. Oh. Die offizielle Wettkampfsprache beim Fechten ist Französisch. Das wusste ich auch nicht. Interessant. Ich dachte immer, dass alles mittlerweile in Englisch abgehalten wird, aber Französisch? Interessant. Richtig schön traditionell. Cool. Die Sportler haben mir für meine ehrenamtliche Hilfe gedankt. Ja, das machen wir jetzt nicht. Danke für die Auskunft. Wer ist denn das? Wer ist denn Ludwig? Ich frag lieber nicht. Luigi und Tails. Larry hat mir alles über euch erzählt. Ihr habt ihm Kamek's Paket geklaut. Oh, das ist so übel. Wir haben niemanden bestohlen. Wir haben die Batterie im Wettkampf gewonnen und liefern sie jetzt nur aus. Dafür müssen wir sie aber noch aufladen. Da ist sie. Das ist also die Jubelbatterie. Ich war neugierig, worüber Larry so aufgebracht ist. Danke sehr. Ja, gut gefangen, Wendy. Oh nein, sie hatten es von Anfang an auf die Batterie abgesehen. Aber richtig, wir wollten sie für Larry zurückholen. Sie gehört schließlich ihm. Ich habe doch gesagt, dass wir sie ihm nicht weggenommen haben. Wir behalten jetzt die Jubelbatterie. Es ist zu spät, um darüber zu verhandeln. Wenn es so wichtig ist, warum versuchst du dann nicht, sie zurückzubekommen? Ach, Wendy, das ist brillant. Das ist eine großartige Idee. Allerdings, mir gefällt die Idee auch. Wer einen Wettkampf gewinnt, darf die Batterie als rechtmäßiger Besitzer behalten. Ja, das machen wir. Ich habe lange genug gewartet. Lasst mich antreten. Nein, Moment. Das ist nicht richtig. Ich hätte nichts dagegen, mir eine Goldmedaille und die Jubelbatterie zu sichern. Oh ja. Du? Du willst dich mir also in einem Wettkampf stellen? Da lache ich ja nur. Hier findet das Fechtturnier statt. Wenn du glaubst, du hast eine Chance gegen mich, beweise ich dir gerne das Gegenteil. Pah, das ist mir doch egal. Wer mit mir auf die Bahn will, die Jubelbatterie und die Goldmedaille gehören so oder so mir. Du bist ja ein komischer Vogel, aber ich mag deinen
Elan, ich fechte mit dir das aus. Aber höre meine Worte und merk sie dir. Ich allein werde die Goldmedaille gewinnen. Die Jubelbatterie wurde mal wieder gestohlen und uns entnommen. Ich weiß gar nicht, warum wir die allen immer zeigen. Es ist doch klar, dass die einstecken. Und Waluigi wird jetzt gegen Ludwig antreten im Fechten-Einzelwettbewerb. Ich bin gespannt, was wir tun müssen. Jeder erzielte Treffer bringt dir Punkte. Wer zuerst die 10 erreicht, gewinnt. Neige nach links nach oben, um deine Waffe hochzuhalten und drücke A für einen hohen Angriff, nach unten für einen niedrigen Angriff. Okay. Neige nach rechts, um dich vorwärts zu bewegen und nach links, um dich zurückzuziehen. Neige links kurz für einen schnellen Schritt in die jeweilige Richtung. Drücke B, um hoch zu parieren. Wir dürfen hier parieren. Neige nach unten und drücke B, um tief zu parieren. Nach einer erfolgreichen Parade verliert der Gegner die Balance. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wenn die Superkraftanzeige voll ist, halte R gedrückt und drücke gleichzeitig A für einen Superangriff. Ein erfolgreicher Superstoß bringt 3 Punkte. Wir drücken mir mal die Daumen, weil ich drücke jetzt die Joy-Cons. Okay, das wird ja spannend. Wie gesagt, in echt hüpfen die ja eigentlich nur aufeinander. En garde. Können wir ihn nach hinten treiben? Ja, wenn er von der Bahn fällt, ist das genauso gut. Komm her. Oh nein. Ui. Okay, Fechten ist eine coole Disziplin. Einfach nach vorne und A drücken. B habe ich gar nicht gebraucht. Mission erfolgreich. Die gefällt mir aber. Besser als Diskus werfen. Die muss ich nochmal üben. Gebe ich zu, Diskus werfen muss ich nochmal üben. Und auch andere muss ich nochmal üben. Andere Disziplinen, die wir hatten. Aber wir spielen trotzdem munter weiter und wir lernen in der Story, glaube ich, alle Möglichkeiten, die wir hier haben, einmal kennen. Als Disziplin. Ich kann es nicht glauben. Ich habe verloren. Oh ja. Wie konntest du nur gegen Waluigi verlieren? Und warum musste das gerade jetzt passieren? Wow. Was ist mit dieser Batterie los? Was ist damit passiert? Diese Batterie wird durch das Jubeln und die Begeisterung der Zuschauer aufgeladen. Deshalb nehmen wir an Wettkämpfen an verschiedenen Orten teil. Wir wollen sie aufladen. Nigit, das klingt ja nach Arbeit. So etwas Pflegebedürftiges möchte ich nicht haben. Wirklich, ich will das nicht. Na gut, ihr könnt die Batterie zurückhaben. Ich hatte nicht erwartet, dass das so ein komisches Ding ist. Das ist super, Luigi. Die Batterie ist fast voll geladen. Lass uns noch eine Wettkampfstätte suchen. Noch eine. Dann haben wir's. Dann können wir die Konsole retten. Die Jubelbatterie wurde zurückerlangt und sie wurde geladen. Wir können jetzt Ludwig im Fechten einsetzen. Und wir haben... Oh, Waluigi. Was für ein Kinderspiel. Ich habe endlich eine Goldmedaille. Oh ja. So, der freut sich. Er hat eine Goldmedaille. Sehr gut. Jetzt ist bloß die Frage, wo wir noch einen Wettkampf abschließen können. Vielleicht müssen wir den Marathon auch hier laufen. Der ist ja... mehr oder minder mal das große Finale, wenn ich mich recht erinnere. Okay, was gibt's denn jetzt hier schon Schönes? Huch! Hier ist die Surfstätte. Ich sagte doch, Surfen ist drin, aber wir sind... haben noch kein Ticket. Ah, hier. Am Kabukiza-Theater. Da kriegen wir eine Info. Beim Theater, waren wir da schon? Ich...
Bin mir nicht sicher, ob das der Ort mit der Glocke war. Nee, hier waren wir noch nicht. Definitiv nicht. Dann gucken wir uns das Theater an. Was ist dieses Ding da überhaupt? Ich bin total von Kabuki begeistert. Ich möchte ein Kabuki-Schauspieler werden. Was auch immer das ist. Viele Besucher in Japan möchten Kabuki-Theater erleben, aber nicht für eine ganze Vorstellung bezahlen. Glücklicherweise gibt es Tickets für einzelne Szenen. Wie heißen diese? Was ist denn Kabuki? Naja. Oh Gott. Hitomakumiseki. Wie man es auch immer ausspricht. Sitz für eine Szene heißt das. Eine Kabuki-Vorstellung besteht aus mehreren Szenen und die Tickets für einzelne Szenen sind erschwinglich und unter Touristen beliebt. Das klingt ja nett, aber erzählen die keine komplette Geschichte? Also in dem Theater? Ich kenne das nicht. Hallo, ich habe vorher noch nie eine Kabuki-Vorstellung gesehen. Jetzt bekomme ich gar nicht genug davon.